Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Heute habe ich ein herzhaftes Rezept und zwar zeige ich euch passend zu dieser Jahreszeit und Kürbissaison, wie ihr diese leckere Kürbiscremesuppe ganz einfach selber herstellen könnt. Alles, was ihr dazu benötigt, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich habe euch ja schon einmal gezeigt, wie ihr den Pumpkin Pie selber machen könnt und da könnt ihr das Wasser, was ihr zum Kürbiskochen verwendet, auch super nehmen, um die Kürbissuppe dann eben herzustellen. Ich fange damit an, dass ich mir die ganzen Zutaten erst einmal schäle bzw. wasche, dann schäle und dann eben alle schön klein schneide. Ich habe hier eine extra Schüssel, wo immer der ganze Bioabfall reinkommt. Und da schmeiße ich wunderbar alles daneben, wie ihr seht. Das ist super, genauso soll es sein. So, dann nehme ich mir einfach die Zwiebel, die wird auch noch geschält. Und ich achte darauf, dass ich mir alles nicht zu klein schneide, da nachher alles schön püriert wird. Da müsst ihr das dann nicht zu klein schneiden und wenn ihr es zu klein schneidet, erwischt der Pürierer das natürlich auch nicht so. Wichtig ist eben, dass ihr das nicht zu klein schneidet und ich mache das jetzt so, dass ich mir erst einmal die Zwiebeln etwas grob schneide, dann schäle ich mir den Knoblauch, zerdrücke den kurz, damit einfach die Aromen etwas besser rauskommen und schneide den Knoblauch dann anschließend in kleine Stücke. Der Knoblauch ist das einzige, was ich fein schneide, ihr könnt das Ganze aber natürlich auch etwas gröber schneiden, wie ihr möchtet. Wer möchte, kann da auch jetzt noch Ingwer dazugeben, beziehungsweise halt frischen Ingwer. Ich gebe gemahlenen Ingwer dazu. Das ist natürlich euch überlassen, was ihr findet, was ihr da habt und was ihr gerne mögt. Wenn ich mir dann alles klein geschnitten habe, komme ich zum Hokkaido-Kürbis. Ihr könnt da natürlich jeden anderen Speisekürbis verwenden. Hier braucht ihr Kraft, ein scharfes Messer oder jemanden, der euch eben hilft, denn das ist immer etwas schwierig, da die Schale so hart ist, dass ihr da eben schlecht durchkommt. Ich mache das dann so, dass ich mir den Kürbis erst einmal in der Mitte teile, dann das Fruchtfleisch raushole. Wer möchte, kann auch hier das Fruchtfleisch von den Kernen abwaschen und die Kerne zum Trocknen auf die Heizung legen. Ich mache das Ganze eigentlich sehr selten, da ich nicht wirklich Platz habe, um den Kürbis auch anzupflanzen. Ich gehe dann mit einem Löffel da rein und höhle den Kürbis eben aus und hole da eben das ganze Kerngehäuse und diese ganzen Fäden raus, denn die wollen wir nachher nicht mit im Essen haben. So sieht das Ganze dann aus und dann schneide ich mir das Ganze erstmal in so circa 1 cm dicke Scheiben und die schneide ich mir dann anschließend nochmal etwas klein. Seid da bitte vorsichtig, dass ihr euch da nicht verletzt, denn der Kürbis ist sehr hart. Ich mache das dann meistens so, dass ich ihn erst einmal mit der Spitze vom Messer etwas einritze und dann einfach mit dem Messer durchschneide. Ihr seht, ich habe da auch etwas Probleme. Holt euch da entweder Hilfe oder seid eben sehr, sehr vorsichtig und benutzt ein scharfes Messer. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch ein Brotmesser benutzen mit Zacken. Das geht auch ganz gut, eben was ihr da habt und was ihr benutzen möchtet. Das Ganze schneide ich mir dann in ca. 1 cm große und dicke Würfel und dann geht es auch schon zum Topf. Hier habe ich schon etwas Öl erhitzt, da gebe ich dann erst einmal die Zwiebeln rein und lasse sie schön glasig andünsten, bevor ich dann die restlichen Zutaten dazu gebe. Das Ganze mache ich bei mittlerer Hitze. Sie dürfen bei mir gerne etwas braun werden, das ist euch überlassen. Dann kommt noch der Knoblauch dazu. Zwischendrin wird natürlich noch umgerührt, ganz wichtig, nicht vergessen. Wenn dann die Zwiebeln schön glasig angebraten sind, kommt bei mir dann auch schon das restliche Gemüse dazu, die Karotten und der Kürbis. Wie gesagt, ihr könnt hier jeglichen Kürbis benutzen, den ihr möchtet. Dann kommen auch schon die Gewürze dazu. Wie gesagt, alles findet ihr unten in der Infobox. Die Gewürze und die Zutaten könnt ihr natürlich beliebig austauschen, je nachdem, was ihr da habt und was ihr mögt bzw. vertragt. Dann wird das Ganze, wenn das angedünstet ist, mit Gemüsebrühe abgelöscht und wird aufkochen gelassen. Denkt bitte daran, zwischendurch umzurühren. Das Ganze wird dann circa für 20 bis 30 Minuten geköchelt, je nachdem wie groß eure Stücke sind, damit der Kürbis einfach schön durch ist. Stecht da ab und zu ruhig mit dem Messer oder einer Gabel in den Kürbis, um zu schauen, ob er auch schon schön durch ist, denn er sollte schön weich gekocht sein, damit wir ihn anschließend schön pürieren können. Ihr seht das jetzt hier, ich gucke dann, ob der Kürbis gut ist und anschließend
püriere ich das Ganze dann. Dafür nehme ich das Ganze vom Herd, so dass es nicht mehr kocht, püriere es einmal schön durch. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in einem Blender oder Standmixer machen, wie ihr das eben möchtet und was ihr da habt. Ihr könnt das auch so pürieren, dass noch ein paar Stückchen dabei sind oder einmal komplett, beziehungsweise wenn ihr gar keine Stückchen dabei haben wollt, gebt ihr das Ganze anschließend nochmal durch ein Sieb. Hier kommen jetzt nochmal Gewürze dazu, das wird nochmal abgeschmeckt und dann kommt ein bisschen Kokosmilch dazu. Alternativ könnt ihr natürlich auch Sahne oder auch vegane Sahne nehmen, was ihr gerne möchtet. So, und dann ist das Ganze auch schon fertig. Dankeschön fürs Zusehen, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Rezepte mehr. Dankeschön fürs Zusehen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal.